kann man da irgendwie hinspringen? Also ich glaube, kann es sein, dass auf der anderen Seite eine Kletterwand ist? Ich habe eine Idee. Moment, das probiere ich jetzt mal aus. Ich glaube, ich bin da noch nicht mal ganz so falsch mit meiner Idee. Moment. Tam, tam, tam. So, springen. Ja. Und ich habe so eine Vermutung, als müsste ich jetzt einen Rückwärtssprung machen. Oh, Moment. Oh. Nee, ich glaube, ich liege mit meiner Vermutung ein bisschen falsch, weil ich komme da gar nicht so weit nach links rüber. Hm. Ach, ach so, Moment, ich kann hier drauf stehen. Ich dachte, ich rutsche hier ab. Na gut. Naja, wenn es so ist, dann haben wir es ja noch einfacher, ne? So. Ah, Moment, das ging nicht. Naja, naja, naja. So, so vielleicht. Ja, das geht. Das geht wunderbar. Schauen wir da oben. Ah ja, kann ich noch hoch. Und hinter mir ist auch noch was, das habe ich auch gesehen, aber ich schaue erstmal da hoch. Ich höre jemanden. Oder? Ich bin mir relativ sicher, ich habe jemanden gehört. Uzimoni, das ist sehr gut, weil die Waffe ist super. Da könnte ich... Aber was bringt es mir da zu hangeln? Ach so, ich könnte da wahrscheinlich hinkriechen, oder? Ich glaube, ich komme auch von der anderen Seite dahin. Oder? Ich glaube schon. Was haben wir eigentlich so an Munition? 625, okay. So. Also ich bild mir gerade an, ich habe jemand gehört, deswegen. Moment, ich trinke mal noch nebenbei was. Okay. Was soll man da jetzt? Ach, wir sind da oben. Warte, ist da unten die... Also irgendwie erinnert mich das an eine Stelle bei der Area 51. Wo wir aber gar nicht oben waren, sondern eigentlich unten. Dennoch erinnert es mich dran, weil ich irgendwie so eine... Oh, Da ist ja... Da ist ja was. Eine Ratte. Habe ich jetzt eigentlich gar nicht gesehen, groß. Warte mal, da kann man... Da kann man auch noch lang. Aber ich glaube so nicht... Naja, okay. Ich denke, das ist klar. Gut. Was ist eigentlich die Schnellwaffe für... schnell... Die Zahl für die MP5. Ah, die Nummer 6. Alles klar. Und hier ist noch ein großes Medipack. Das kommt mir auch ganz gelegen. Also ich werde das Gefühl nicht los, ich höre ab und zu mal so einen Schritt, einen einzigen. Naja, schauen wir mal. Oh! Was ist das für ein Geräusch? Ah! Hund. Ich habe ja schon fast mit dem Hund gerechnet, allerdings hat sich das irgendwie ein bisschen komisch angehört. Nicht hundmäßig. Naja gut, ist egal. Haben wir auf jeden Fall geschafft. Okay, also man hat anscheinend den Weg tatsächlich gehen müssen. Das heißt, wir haben ja eigentlich schon alles richtig gemacht. Finde ich gut. Das erspart einiges an Nerven. Ah, wieder eine U-Bahn. Also irgendwie finde ich die Dinger ja unheimlich. Ich höre wieder Schritte. Moment, hat er was? Nee. Oder? Moment. Das eine Schritte. Ach nee, das ist bloß ein Schiffzug. Okay. Alles klar.
Und ich brauche hier einen Schlüssel, den ich aber nicht habe. Blöd, blöd, blöd. Aber ich glaube, ich muss hier runter. Ich bin mir relativ sicher, ich muss das. Ich schaue noch mal kurz zurück, bevor ich da weitergehe. Aber ich glaube, ich muss runter auf die U-Bahn und dann hoffentlich in die richtige Richtung laufen. Oh, hier geht's auch noch hoch. Interessant. Schauen wir gleich mal nach, weil... Ah, ich bin schon ganz unten. So, jetzt. Ach, hier geht's gleich hoch, okay. Aber es ist nicht offen. Hä, was? Okay. Habe ich jetzt eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass hier auch eine U-Bahn durchfährt? Also ich dachte, die werden bloß ausgelöst, wenn wir hier wirklich, aber ich glaube, das wurde wirklich ausgelöst, nur weil wir jetzt gerade eben oben waren. Und ansonsten, wenn man jetzt hier wartet, würde keine durchfahren. Ich kann mich noch an eine Stelle bei der U-Bahn erinnern. Ob die jetzt wohl eintritt? Oi, das schaut, glaube ich, schlecht aus, oder? Ich glaube schon. Ja. Ach, Moment, da ist ja die U-Bahn. Und hier geht's auch nicht weiter. Das heißt, eigentlich, wenn ich jetzt weiterlaufe, wird's vorbei sein. Okay, nee, dann machen wir das nicht. Dann machen wir das nicht. Dann schauen wir mal kurz in die andere Richtung, weil ich sehe hier auch keine Tür, wo ich irgendwie rein kann. Wo ich rein flüchten kann. Man muss ja nämlich hier immer flüchten. Und... ich glaube, das ist die falsche Richtung. Die wir uns aber jetzt ganz sicher überfahren wollen. Ist hier vorne irgendwas? Das ist aber auch eigentlich schlecht, oder? Da vorne ist eigentlich auch... schaut auch nach einem Tod aus. Oh Gott, mein Herz. Oh, Leute. Oh Gott. Alter Schwede. Okay, mich hat's wirklich gerissen, weil die ist aus dem Nichts irgendwie aufgetaucht. Und irgendwie... man merkt auch hier, die Gleise sind hier verschoben. Also irgendwie... und es wird auch generell alles unscharf. So nach dem Motto, wenn, gehe ich hier nicht lang, weil hier haben die Entwickler nicht weiter programmiert. Oder die Map-Designer haben hier nicht mehr weiter die Objekte erstellt. Okay, dann versuche ich tatsächlich mal die andere Richtung. Vielleicht habe ich hier doch irgendwas übersehen. Aber ich wüsste nicht wo. Ich speichere mal kurz hier ab, damit ich nicht so weit laufen muss. So, jetzt. Na komm, mal ein bisschen schneller hier. Ich glaube, die überfährt uns jetzt. Ja. Dieses Mal nicht U-Bahn. Diesmal hast du mich nicht erschrocken. Dieses Mal nicht. Okay, also hier geht es anscheinend gar nicht weiter, deswegen... ist jetzt die Frage, wo es hier eigentlich weitergeht. Würde ich mal behaupten. Muss ich hier noch irgendwas machen, oder... das schaut irgendwie ein bisschen... Moment. Moment. Nee. Aber es schaut irgendwie so aus, müsste man damit interagieren. Habe ich irgendwas vergessen? Also offensichtlich... ich meine, allzu viele Wege gibt es nicht. Ich habe keinen Schlüssel, das heißt, ich muss den erst finden. Und der Kollege hier, der hat gar nichts dabei. Zumindest scheint mir das so. Nee. Sein Hund hat hier auch nichts dabei. Da ist er mir runtergefallen. Ja, aber... ich kann hier auch nicht rein. Was soll ich jetzt machen? Auf. Okay, jetzt wird es ein bisschen komisch.
Liegt hier irgendwas noch auf dem Boden oder so? Weil der Typ hat ja auch nichts. Oder ist hier vielleicht noch was? Hier vielleicht? Nö. Ist ja auch bloß eigentlich... Nö. Ist ja bloß eine Abkürzung. Hä? Kann ich zurück eigentlich? Geht es? Nee, ne? Ich glaube, es geht gar nicht. Ja, sorry, dass ich gerade ein bisschen sprachlos bin. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt eigentlich gerade lang muss. Weil ich habe ja keinen Schlüssel. Oder übersehe ich hier irgendwo einen Gang? Also ich meine... Ich dachte eigentlich, man muss hier irgendwie noch flüchten von der U-Bahn. Also irgendwie so noch in so einem Gang nach rechts rein. Das hatte ich noch in Erinnerung. Ich meine, gut, das haben wir jetzt schon gemacht, aber ich glaube, das musste man eigentlich öfter machen. Deswegen wundert mich das eigentlich, dass ich jetzt gerade bei der U-Bahn nichts machen kann. Ich meine, wir sind ja hier schon... Naja, genau, da sind wir runtergefallen. Und wir haben ja nichts. Mal gut, ich könnte halt nochmal zurückgehen. Aber ist das wirklich der Sinn davon? Ich meine, probieren können wir es jetzt mal. Ich wüsste ja nicht, was ich jetzt sonst machen soll. Aber wirklich so eine... Kommt jetzt da eine U-Bahn eigentlich? Oder haben wir die jetzt irgendwie ausgelöst und das war's jetzt irgendwie? Aber ich glaube, da kommt eine U-Bahn, oder? Und... Okay. Das geht nicht. Dann schauen wir mal, wie wir eventuell auf die andere Seite kommen. Ich bin hier rein, ne? Genau. Und das da hinten schaut nach Tod aus. Das schaut nach Tod aus. Ich glaube nicht, dass ich da rein, dass ich da lang muss. Rennen wir mal ein bisschen vor. Oder? Ja. Die kommt aus nichts. Wobei da vorne war ein Bahnhof. Also irgendwie sah das mir so aus, als hätte man da hingekonnt, aber naja. Okay, kann sein, dass wir... Vielleicht haben wir irgendeinen... Wisst ihr was? Ich glaube tatsächlich, dass wir irgendwo einen Schlüssel übersehen haben, den ich einfach nicht... Naja, wenn ich ihn übersehen habe, habe ich ihn halt nicht gesehen, ne? Das wollte ich eigentlich damit sagen. Das war eigentlich die Kernaussage meiner Aussage. Meine Kernaussage meiner Aussage. Ich schaue mich mal hier noch um, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was übersehen. Irgendwie habe ich das Gefühl. Hätte da irgendwo... Der würde sich aber echt gemein verstecken. Nö. Naja, wie gesagt, London ist halt nicht einfach, ne? Das ist... Ich hab's ja schon prophezeit. Ich konnte mich auch noch daran erinnern, dass es eigentlich einige Rätselstellen gab. Und es fing ja eigentlich schon mit dem ersten Level an. Da habe ich ja schon gleich zweimal am Anfang nachschauen müssen. Also zweimal und ich war immer noch am Anfang. Eigentlich ist es schon echt peinlich. Aber ja, die Spiele von damals waren halt echt ein Ticken schwerer. Da hat man halt wirklich ein bisschen ausprobieren müssen, weil da gab's halt nicht irgendwie sowas wie... Ich google mal eben kurz nach... Oh, ups. Ich google mal eben kurz nach einer Lösung. Das war halt damals einfach überhaupt nicht üblich. Da war es halt so, ja, hat man seinen, keine Ahnung, seinen Onkel angerufen und gesagt, ja, bist du da schon durch die Stelle gekommen? So war das damals. Oder man hat sich, wenn man ganz fancy war, dann hat man sich ein Lösungsbuch gekauft, aber es haben wirklich auch die wenigsten gehabt. Und wenn man dann ein Lösungsbuch hat, dann hat man, also ich habe mich damals wieder King gefühlt, ja, mit dem Lösungsbuch. Boah, ich habe alle Secrets gefunden, im Endeffekt. Ja, ja, verrückte Zeiten, aber
es waren halt irgendwie auch die besten Zeiten. Also ich würde sie ganz gerne wie. Oh, Moment. Aha. Na, jetzt schau mal an. Aha. Was bringt es mir jetzt? Dass ich jetzt alle in der Umgebung benachrichtige, dass Lara Croft jetzt hier ist? Hä? Das war jetzt alles? Oder hätten die Leute das da auslösen können? Ich weiß nicht. Ist irgendwie alles ein bisschen seltsam. So. Ich wette, ich sehe jetzt irgendwo noch einen Schlüssel. Mann, wir lassen den Alarm jetzt einfach mal an. Ich habe keine Ahnung, ob der mir jetzt einen Nachteil bringt oder einen Vorteil. Ich glaube, wir waren da drüben noch gar nicht, ne? Ich glaube nicht. Schauen wir da hin. Warte. Achso, das ist gar keine Plattform. Aber da kann man hin? Schau doch mal her. Da war ich, glaube ich, auch noch nicht. Ich frage mich zwar, wie ich da hinspringen soll, aber... Ah, nee, Moment, da war... Na, freilich war ich da. Ich habe keine Ahnung, wie ich da vorhin gekommen bin, aber naja, irgendwie bin ich hingekommen. Das schaut aus wie eine Fallklappe. Oder wie eine Falltür. Aber da kann ich nicht lang. Hat der Kollege vielleicht noch irgendwas fallen lassen? Ich meine, es wäre jetzt noch naheliegend gewesen. Nee, aber der hat nichts. Nö, 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 nö. Ja, ja, irgendwas übersehe ich noch. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass ich das tue. Hier vielleicht? Nee. Ach, warte, ich kann jetzt da drauf gehen. Ja, stimmt, ist aber eigentlich logisch, ne? Und da hinten geht's weiter. Ach nein, guck mal an. Ich glaube, wir haben... Wobei das jetzt nicht wirklich so ausschaut, als würde ich drauf laufen können, aber... Es geht. Tatsächlich. Das heißt, das warst du gewollt. Okay. Ah! Aha! Guck mal an. Hier. Was ist das hier? Solomon's Key. Also Schlüssel. Okay. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Also ich dachte, ich habe was übersehen, aber ich dachte jetzt nicht, dass ich hier wieder drauf kann und... Ist aber komisch. Also ich meine, man rechnet nicht wirklich damit direkt. Ne? Weil ich meine, logischerweise, ihr habt es ja selber gesehen, ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte, ich laufe jetzt hier einfach durch und finde hier irgendwie irgendeine einsame Stelle. Ach nein, und jetzt kann man hier... Ah! Ja, das ist ja geil. Also, dass man das so wiederverwendet, das Level... Muss ich ehrlich sagen, da haben wir sich wirklich Gedanken gemacht. Oh, hups. Das tat jetzt ein bisschen weh. Aber wir haben es ja mit dem Leben. So. Aber ich werde euch enttäuschen müssen. Denn ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir hier einen Schlüssel einsetzen können. Nichtsdestotrotz werden wir erst beim nächsten Mal herausfinden, wie es denn weitergeht mit Tomb Raider 3. Ich bedanke mich ganz herzlich mal wieder fürs Zusehen und dann hören wir uns wieder zum nächsten Mal. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao.